Hallo Leute, der Sebastian hier und heute mal ein kleines Video zum Thema Soundbar. Ich will gar keinen Produktvergleich machen, ich will auch nicht unbedingt eine Soundbar empfehlen, wobei ich euch zeigen werde, welche ich habe. Aber ich möchte ein bisschen allgemein zum Thema Soundbar reden. Was gibt's da? Was muss man beachten? Was können die? Wozu sind die eigentlich da? Und am Ende des Videos möchte ich auch ein kleines einen kleinen Vergleich machen. Einfach Fernseher mit Soundbar, Fernseher ohne Soundbar. Dazu kommen wir aber später nochmal. So, ich hoffe, das ist einigermaßen zu sehen. Ihr seht hier den Fernseher. Auf den will ich gar nicht weiter eingehen. Und die Soundbar, die man normalerweise vor den Fernseher legt. Ich gehe mal hier rüber. Da ist dann daneben ist noch ein bisschen Deko. Davon nicht ablenken lassen. Das ist das, was man normalerweise mit einer Soundbar macht. Man legt sie vor den Fernseher oder wenn der Fernseher an der Wand hängt, hängt man sie darunter. Und die Soundbar hat im Normalfall einfach die Aufgabe, den Sound des Fernsehers zu verbessern und zu verstärken. Oder eigentlich eher komplett zu ersetzen. Das heißt, wenn ich die Soundbar angeschlossen habe und sie anhabe, dann kommt der Sound nicht mehr aus dem Fernseher, nicht mehr von den Fernseherlautsprechern, sondern der kommt aus der Soundbar. Und was manche von euch wissen, ist, dass Sound, insbesondere tiefe Töne, also Bässe, einfach Volumen brauchen, um sich zu entwickeln, um gut zu klingen. Und jetzt seht ihr schon hier, das ist der Fernseher. Ich habe mal meinen Finger hin, das ist jetzt mein, oder halte ich meine ganze Hand hin, dass man mal ein Gefühl davon kriegt, wie breit der Fernseher ist. Und hier ist die Soundbar und die ist einfach viel breiter. Huch, nicht aus dem Bild raus. Die ist einfach viel breiter, das heißt, die Soundbar hat einfach mehr Volumen, um tatsächlich Sound zu entwickeln und klingt dadurch, zumindest in der Theorie, auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Ja, so viel zur Theorie, nämlich wie sie tatsächlich klingt und wie auch ein Fernseher klingt, ist natürlich von Modell zu Modell unterschiedlich. Der LG, den ich hier habe, der ist nicht mehr ganz neu, aber der war kein ganz schlechtes Gerät und klingt ganz ordentlich für einen Fernseher. Mit der Soundbar klingt es nochmal deutlich besser. Und das Besondere an dieser Soundbar oder an manchen Soundbars, die es gibt, ist, dass man einen externen Subwoofer hat. Der steht in diesem Fall hier unten. Ja, das ist so eine Kiste und die ist nur dafür zuständig, dass der Bass kommt. Das heißt, ihr habt eine Soundbar, also die hier, die schon mal einen besseren Klang liefert. Und dann habt ihr da unten so ein Teil zu stehen, was nochmal richtig Druck im Bassbereich macht. Das ist sehr angenehm. Also mit einer Soundbar verbessert ihr den Fernsehsound. Wenn euer Fernsehsound super gut ist oder ihr den sowieso den Fernseher an der Stereoanlage angeschlossen habt, die richtig gut ist, dann braucht ihr auch keine Soundbar. Wenn ihr das nicht habt, macht eine Soundbar durchaus Sinn, weil man einfach deutlich besseren Klang hat. Auf der Soundbar hier oben gut zu erkennen sind ein paar Knöpfe und Bedienungselemente. Und in der Mitte seht ihr das, oh, jetzt fängt der Nachbar an zu klopfen. Na super. In der Mitte seht ihr das Bluetooth-Zeichen. Was eine Soundbar nämlich kann, oder die meisten Soundbars können, ist nicht nur das Fernsehsignal wiedergeben, sondern auch andere Geräte oder Daten von anderen Quellen abzuspielen. Zum Beispiel, oder häufigsten, Bluetooth. Das heißt, ich kann mein Handy mit der Soundbar verbinden und kann über das Handy Sound abspielen. Mache ich jetzt nicht vor, einerseits, weil ich mit dem Handy aufnehme gerade, andererseits, aller Sound, den ich abspielen würde, wäre ja dann wieder urheberrechtlich geschützt und so weiter, bla bla bla. Dürfte ich also hier gar nicht zeigen. Aber, ja, das ist eine coole Möglichkeit, wenn ihr mit sowas liebäugelt, quasi ein Bluetooth-Lautsprecher sowieso euch mal in die Wohnung zu stellen, und noch keine Soundbar habt und auch keine andere Möglichkeit habt, sowas über eine Stereoanlage zu machen, dann ist eine Soundbar dafür ideal geeignet, weil sie beides im Normalfall mit sich bringt. Also die meisten Soundbars haben das. Bezüglich der Möglichkeit, eine Soundbar anzuschließen, ist der heute gängige Weg HDMI. Das heißt, ihr habt ein HDMI-Kabel, was ihr in die Soundbar reinsteckt und was ihr in den Fernseher hinten reinsteckt. Und wenn euer Fernseher einen entsprechenden Ausgang hat, dann könnt ihr sogar, und das ist richtig cool, über den Fernseher, also über die Fernbedienung des Fernsehers, die Soundbar steuern und damit laut und leiser machen. Ihr spart euch das also, immer eine extra Fernbedienung noch dabei zu haben.
gerade mal geguckt, aber ich kann euch das nicht zeigen. Das ist zu schlecht lesbar. Aber wenn euer Fernseher eine HDMI-Buchse mit HDMI und dann ARC hat, also ARC ausgesprochen, ARC geschrieben, dann kann der das, dann kann euer Fernseher eine Soundbar steuern. Das ist echt praktisch und super cool. Und bei der Soundbar hier zum Beispiel ist es so, dass die auch tatsächlich nach einer Weile dann ausgeht, wenn man den Fernseher ausmacht. Und wenn man den Fernseher anmacht, dann geht die auch von alleine an. Super praktisch, das heißt wirklich Fernbedienung, Fernseher an, kurz warten, Soundbar ist an, fertig. Jetzt habe ich euch kurz beschrieben, was eine Soundbar ist, dass es manchmal Subwoofer gibt. Ein Hinweis zum Subwoofer habe ich, glaube ich, vergessen, an der Stelle nachgeliefert. Der Subwoofer wird mit der Soundbar kabellos verbunden. Das heißt, ich muss kein Kabel ziehen, das kabellos. Allerdings braucht sowohl Soundbar als auch Subwoofer natürlich Strom. Ja, das habe ich euch beschrieben. Die Soundbar macht das Fernsehen. Signal, den Fernsehton deutlich besser. Es klingt einfach deutlich besser, gerade so bei Blockbustern oder wenn man Musik schaut über den Fernseher, Musikvideos oder Musik-Events hat. Das klingt tatsächlich deutlich besser. Und das möchte ich euch auch gleich nochmal ja, anhand von zwei Beispielen zeigen. Vorher aber kurz, ihr habt ja die Soundbar gesehen. Ich möchte euch zumindest kurz noch sagen, die ist von Polk, heißt Signa S2. Polk ist ein amerikanischer Hersteller, ist hierzulande noch nicht so bekannt, aber ist ganz ordentlich. Ein paar mehr Details dazu findet ihr unten in der Beschreibung, wenn euch das interessiert. So, und jetzt zu dem Soundvergleich. Da lasse ich ein paar Sachen über den Fernseher abspielen, beziehungsweise über die Soundbar abspielen. Zweimal dasselbe sozusagen. Ich habe ein kurzes Audio-Video gemacht. Das lasse ich abspielen. Und nehme das auf, beziehungsweise das habe ich schon aufgenommen, schneide das so zusammen, dass man eben dann mal die Soundbar und mal den Fernseher hört und das hoffentlich ein guter Vergleich ist. Als Hinweis zum Vergleich der Audiodateien möchte ich noch Folgendes nennen. Wichtig ist zu verstehen, das Ganze wurde mit einem Samsung Galaxy S10 aufgenommen mit dem eingebauten Mikrofon. Das heißt, ich habe da kein Hochleistungs-, super empfindliches, sonst wie Mikrofon genommen, sondern das ist einfach mit dem Handy gefilmt worden. Das heißt, dementsprechend auch ist die Qualität der Aufnahme natürlich nicht High-End, sondern eben das Handy-Niveau. Das ist jetzt nicht schlecht und ich glaube schon, dass man auch deutlich die Unterschiede hören kann, aber es ist natürlich nicht ganz wie echt. So, das Zweite ist, zum Hören der Unterschiede wäre es gut, wenn ihr euch Kopfhörer aufsetzt, idealerweise ein paar ordentliche und das nicht über irgendeinen quäkigen Handy-Lautsprecher laufen lässt, weil dann hört man die Unterschiede wahrscheinlich kaum noch. Es liegt einfach daran, dass der Handy-Lautsprecher wieder in so einem super kleinen Gehäuse sitzt. Und wenn dann da jetzt sagt, hier gib mal den Bass wieder, naja, da kommt nicht viel. Logischerweise. Ja, also ordentliche Kopfhörer oder eine ordentliche Stereoanlage wäre ganz nett. Und das Dritte ist, die Soundbar ist jetzt keine High-End-Soundbar, die 1000 Euro kostet. Das heißt, man sollte sie auch nicht mit einer Stereoanlage vergleichen, die 1000 Euro kostet. Die Soundbar hat ungefähr 150 Euro gekostet, so mal als grobe Richtlinie. Das heißt, das ist das Klangpreisniveau, was wir vergleichen. Ja, dafür klingt es aus meiner Sicht sehr ordentlich. Also zumindest, ja, wenn man tatsächlich im Raum sitzt, ist es richtig gut und der Bass ist richtig gut. Aber es ist natürlich kein High-End-Stereoanlagen. Tauglicher, HiFi-tauglicher Sound. Ja. Genau, deswegen jetzt der Vergleich und dafür zeige ich euch einfach auch nur noch ein Bild als Hintergrund und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eure Kommentare und eure Ideen und eure Fragen einfach unten in die unten reinschreibt, in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Like natürlich auch für das Video, wenn es euch geholfen hat, vielleicht zu sagen, ja, brauche ich eine Soundbar oder brauche ich eigentlich keine? Vielen Dank.